schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Armin Laschet. Thema ist die Vorstellung des neuen Landeskabinetts. Bitte, Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Blasius. Meine Damen und Herren, bitte in wenigen Minuten der Verspätung zu entschuldigen, aber war noch in der Fraktion und hatte den Ehrgeiz, dass ausnahmsweise die Fraktion einmal etwas vorher erfährt. Und deshalb ist das, wie Sie wissen, nicht ganz so einfach, aber es ist einigermaßen gelungen. Die Fraktion hat soeben, kann ich Ihnen auch berichten, Bodo Löttgen zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt und Matthias Kerkhoff aus dem Hochsauerlandkreis zum neuen parlamentarischen Geschäftsführer. Weil Bodo Löttgen damit nicht mehr Generalsekretär der CDU sein kann, werde ich bei einer Sondersitzung im Juli Josef Hofenjürgen zum neuen Generalsekretär der CDU Nordrhein-Westfalen vorschlagen. Für das Kabinett werde ich am morgigen Morgen um 8 Uhr werden die Minister ihre Ernennungsurkunden bekommen. Ernennen zum Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration Joachim Stamp, der seit vielen Jahren in diesem Thema gearbeitet hat, der dann gleichzeitig stellvertretender Ministerpräsident werden wird. Und in dieses Ministerium wird die Gruppe Ausländerangelegenheiten aus dem Innenministerium wechseln. Also wir haben dann die Frage Integration, aber auch Ausländerrecht in einem Ministerium. Das Ministerium des Inneren wird sich in Zukunft auf Fragen der inneren Sicherheit konzentrieren und die Integrationsfrage wird im Wesentlichen auch die Rückführungsfrage, auch die Ausländerrechtsfragen bei Minister Stamp konzentriert werden. Zum Minister der Finanzen werde ich Lutz Lienenkämper berufen. Er war zwischen 2008 und 2010 bereits Bau- und Verkehrsminister. Er kennt die Landesverwaltung sehr gut, er kennt die Beteiligungsverwaltung des Landes sehr gut und war in den letzten Jahren jetzt parlamentarischer Geschäftsführer. Er wird neuer Finanzminister. Für den Minister des Inneren habe ich eine Persönlichkeit gesucht, die große politische Erfahrung hat, die in Krisensituationen klug und besonnen reagieren kann und die das, was im Haus an Wissen ist, an Sachverstand ist, auch zu bewerten und zu nutzen muss, ohne dass er selbst den Eindruck erweckt, er wisse alles besser. Und deshalb sage ich Ihnen zunächst, wer der Staatssekretär in diesem Ministerium wird. Das wird nämlich der derzeitige Kölner Polizeipräsident Jürgen Mattis. Er ist parteilos. Er ist seit 1977 im Polizeidienst des Landes. Er war Direktor des Landesamtes für zentrale polizeiliche Dienste. Er hat als Vorsitzender einer bundesweiten Projektgruppe 2001 bis 2006 das gesamte polizeiliche Rahmenkonzept für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland vorbereitet und er ist nach der Krise in Köln doch zum Polizeipräsidenten berufen worden, genießt dort hohe Anerkennung. Ich glaube, ein solcher Beamter, der aus der Polizei kommt, ist sehr gut für das Ministerium. Minister wird der derzeitige Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, Herbert Reul. Er hat lange Erfahrung in diesem Land, kennt den Landtag, kennt die Landespolitik, kennt das Land, ist aber auch politisch sehr erfahren, ist Mitglied des Präsidiums der CDU Deutschlands. Das war nicht ganz so einfach, ihn aus dieser wichtigen europäischen Funktion, wo er auch in den schwierigen letzten 2-3 Jahren CDU und CSU zusammengehalten hat. Das ist ja im Europäischen Parlament so wie die Bundestagsfraktion. Der wird zurückkommen nach Nordrhein-Westfalen und seine Funktion in Brüssel verlassen. Zum Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie werde ich Professor Dr. Andreas Pinkwart berufen. Er ist Ihnen bekannt als früherer Wissenschafts- und Forschungsminister in Nordrhein-Westfalen und wird jetzt dieses gesamte Feld
des Energierechts, der Digitalisierung und der Innovation in seinem Ressort betreuen. Im Innenministerium ist ebenfalls ein großer Teil der Vorbereitung auf Digitalisierung für die öffentliche Verwaltung. Das wird ebenfalls zum Ministerium von Herrn Pinkwart wechseln, sodass der Innenminister sich wirklich mit Fragen innerer Sicherheit befassen kann, die übrigens zunehmend, auch das soll damit verbunden sein, europäische Antworten brauchen, auch grenzüberschreitende Antworten brauchen. Und da ist Herbert Reul natürlich ebenfalls sehr erfahren. Zum Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales werde ich Karl-Josef Laumann berufen. Er ist seit 2005 Bundesvorsitzender der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft. Er ist für die gesamte deutsche CDU das soziale Gewissen. Er war bereits Minister in diesem Bereich und er war seit 2013 Staatssekretär der Bundesregierung für die Belange der Patienten und Patientinnen und Pflegebeauftragter, sodass man daran erkennen kann, diese beiden Bereiche, also Arbeit und Soziales ist klassisch, Arbeitsmarktpolitik und anderes, aber der Gesundheitsbereich wird wieder in dieses Ministerium integriert. Und wir haben in ihm einen, der wirklich in den letzten 2, 3 Jahren viele, viele Einrichtungen in ganz Deutschland besucht hat. Und ich erhoffe mir da auch neue Impulse für die Gesundheitspolitik. Dann wird es ein neues Ministerium geben für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung. Und Ministerin in diesem Ressort wird Ina Scharrenbach werden. Sie hat sehr viel Sachkenntnis, auch Detailkenntnis, die sehr wichtig sind in dem Kommunalbereich, weil es auch um Kommunalfinanzierung geht. Aus dem alten Ministerium Verkehr und Bau wird der gesamte Baubereich diesem Ministerium zugeordnet und viele Fragen der Stadtentwicklung, des Wohnens und auch der Städtebauförderung sind eng mit kommunalen Fragen verbunden. Deshalb macht das Sinn, Kommunales und Stadtentwicklung und Städtebauförderung in eine Hand zu geben. Und Ihr Staatssekretär, die sonstigen Namen der Staatssekretär geben wir Ihnen morgen, aber wenn Sie politisch sind oder Sie die Namen kennen, nenne ich die mit. Ihr Staatssekretär wird Jan Heinisch werden. Das ist ein neu gewählter Landtagsabgeordneter aus dem Kreis Mettmann, der lange Jahre Bürgermeister in Heiligenhaus war, der auch stellvertretender Landesvorsitzender der CDU ist, der sein Landtagsmandat niederlegen wird und in diesem Bereich insbesondere den Städte- und Gemeindebundsanteil, glaube ich, sehr kompetent vertreten kann, weil er eine kleine Stadt als Bürgermeister geleitet hat, sodass wir da auch ein ausgewogenes Verhältnis haben und der bei den kommunalen Spitzenverbänden hohe Anerkennung genießt. Er ist Volljurist und ist ebenfalls an der Verwaltungsfachhochschule als Dozent tätig. Dann wird zur Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz Christina Schulze-Vöcking berufen. Sie ist staatlich geprüfte Landwirtin, hat 2 landwirtschaftliche Betriebe lange Zeit geleitet, ist für die bundesdeutsche CDU die Vorsitzende des Bundesfachausschusses Landwirtschaft und ländlicher Raum, hat viel Erfahrung, viele Kontakte in diesem Bereich und wird die beiden Themen Umwelt und Landwirtschaft in Zukunft miteinander verbinden. Zum Minister der Justiz werde ich Peter Biesenbach ernennen. Er ist seit 2000 Abgeordneter des Landtags, war viele Jahre im Justiz- und Innenbereich in der Fraktion tätig, hat sehr viel Erfahrung, auch Kenntnisse über den Aufbau der Gerichte und viele Details, ist auch für uns bundesweit bei Richterauswahl zu höchsten Gerichten tätig gewesen und ist Ihnen ja bestens bekannt. Zur Ministerin für Schule und Bildung werde ich Yvonne Gebauer ernennen, die aus der FDP stammt, seit vielen Jahren bildungspolitische Sprecherin der FDP-Ratsfraktion in Köln ist, die im Landtag auch das Thema bearbeitet hat und die dann neue Ministerin wird. Minister für Verkehr, mit der Konzentration auf diese große Aufgabe der Planfeststellungsverfahren, des Beschleunigens des Bauens, des Baustellenmanagements, der Organisation von Straßen NRW, auch im Verhältnis zum Bund, nachdem
ja, da eine Bundesautobahngesellschaft entstehen wird, wo sehr viele Kenntnisse erforderlich sind. Minister für Verkehr wird Hendrik Wüst. Das ist das zweite Teil in dem Verhältnis, was können wir für Wirtschaft tun. Der Wirtschaftsminister wird jetzt von der FDP gestellt, aber Hendrik Wüst ist der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion innerhalb der CDU. Und für die Wirtschaft ist ebenfalls das Thema Verkehr und Infrastruktur ein sehr wichtiges, sodass er, glaube ich, mit seiner Erfahrung da auch den speziellen Blick auf Arbeitsplätze und Wirtschaft in diesem Verkehrsressort besetzen kann. Dann wird ein Ministerium für Kultur und Wissenschaft entstehen. Ich habe immer gesagt, dass mir die Kultur ein wichtiges politisches Thema ist, was politisch aufgewertet werden soll. Sie haben im Koalitionsvertrag gelesen, dass die Mittel für Kultur aufgestockt werden sollen um 50% in den nächsten Jahren. Und ich bin froh, dass ich als Ministerin für Kultur und Wissenschaft Frau Dr. Isabel Pfeiffer-Pönsken gewinnen konnte. Frau Pfeiffer-Pönsken ist die Generalsekretärin der Kulturstiftung der deutschen Länder, ist also für 16 Länder derzeit in Berlin tätig, war Beigeordnete für Kultur und Soziales der Stadt Aachen, kennt also auch die kommunalen Dinge, war dann später Kanzlerin der Hochschule für Musik in Köln, kennt also Wissenschaftslandschaft als Kanzlerin sehr gut, ist seit 2002 Mitglied im Vorstand der Verbands Deutscher Musikschulen und Mitglied im Kulturausschuss des Deutschen Städtetages. Generalsekretärin der Kulturstiftung der Deutschen Länder ist sie seit 2004. Gleichzeitig ist sie Vorsitzende des Kuratoriums der Peter und Irene Ludwig Stiftung, ist Mitglied des Universitätsrates in Heidelberg, des Kuratoriums der Sparkassen Kulturfonds, des Deutsch-Französischen Kulturrates und des Hochschulrats der Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin und des Kuratoriums der Akademie der Wissenschaften Hamburg. Sie merken, das wird sie natürlich alles niederlegen, aber sie merken an den vielen Funktionen quer in Deutschland, welche hohe Anerkennung sie da genießt. Sie ist parteilos und ich verspreche mir von dieser Berufung, dass sie insbesondere im Bereich der Kultur die Stärke des Landes Nordrhein-Westfalen noch einmal auch bundesweit hervorheben wird. In diesem Ministerium wird angesiedelt der parlamentarische Staatssekretär und der wird sich im Wesentlichen um die politische Bildung, um die Landeszentrale für politische Bildung, um die Weiterbildung, die aus dem Schulministerium jetzt in diesem Bereich konzentriert wird, kümmern. Und das wird Klaus Kaiser, der seit vielen Jahren in diesem Feld Bildung aktiv ist und der dann auch für uns der Draht zur Fraktion in dem gesamten Bildungsfeld ist und dort als parlamentarischer Staatssekretär wirken wird. Zum Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Medien werde ich gerufen, Herrn Dr. Stefan Holter-Pförtner. Er ist Ihnen aus vielen Funktionen bekannt. Er hat heute Morgen sein Amt als Präsident des Verbands der deutschen Zeitschriftenverleger niedergelegt. Er ist in hohem Maße zugleich engagiert im Ruhrgebiet, im Initiativkreis Ruhr, genießt hohe Anerkennung auch über Parteigrenzen hinweg, eng mit der Ruhr-Triennale verbunden und ich will damit nochmal ein weiteres Signal auch Richtung Ruhrgebiet setzen, dass das Ruhrgebiet am Kabinettstisch auch mit seiner ganzen Vernetzung in Kultur, Wissenschaft, Medien und vielem anderen im Landeskabinett präsent ist. Und darüber hinaus ist er international sehr engagiert. Er ist Mitglied im Petersburger Dialog, der sich um die Beziehungen zu Russland kümmert. Er hat vielfältige europäische Kontakte und ich glaube, als Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten wird er gute Dienste für das Land Nordrhein-Westfalen leisten können. Zum Chef der Staatskanzlei werde ich berufen als Staatssekretär Nathanael Liminski. Herr Liminski hat schon in jungen Jahren sehr viele
Verwaltungserfahrung, auch politische Erfahrung gesammelt. Er war in der Planungsabteilung der Hessischen Staatskanzlei tätig, war zwischen 2011 und 2014 im Planungs- und Leitungsstab des Bundesministeriums der Verteidigung und im Jahr 2014 dann im Leitungsstab des neuen Bundesministers des Inneren bei Thomas de Maizière. Der hatte ihn dann freigestellt für die Tätigkeit als Fraktionsgeschäftsführer in Nordrhein-Westfalen. Er hat ganz wesentlich im Koalitionsvertrag auch die gesamte Koordinierung zwischen den Fachgebieten und den Ressorts hergestellt und er soll also Leiter der Staatskanzlei werden. Und dann werde ich ein letztes und neues Amt berufen. Das ist das Amt einer Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt. Wir haben Millionen Menschen im Land Nordrhein-Westfalen, die sich im Sport engagieren. Der Sport ist Breitensport und Spitzensport. Nordrhein-Westfalen hat beides zu bieten. Wir haben in unserem Koalitionsvertrag drin die Vorbereitung auf eine Bewerbung für die Olympischen Spiele im Jahre 2028 oder 2032 mit einem engen Netz an Sportstätten, das wir heute schon haben. Und das ist nur glaubwürdig, wenn das nachhaltig wird und wenn auch der Breitensport darin seine Verankerung findet. Und in diesem Feld besonders engagiert ist die Landtagsabgeordnete Andrea Milz aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Sie wird ein wenig Farbe in die Landesregierung. sie hat die B-Lizenz für Fitness, für Reha und Präventivsport. Sie unterrichtet Indoor-Cycling, Hot Iron und Zumba, was immer das alles ist. Und sie ist gleichzeitig Vizepräsidentin des Kreissportbundes im Rhein-Sieg-Kreis, ist darüber hinaus als Dozentin für den Landessportbund tätig, ist, glaube ich, eine Persönlichkeit, die mit viel Herzblut dieses Amt ausüben wird. Und ich will damit auch anerkennen, was der Sport nicht nur im Bereich der Integration, sondern auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft mit vielen, vielen Ehrenamtlern leistet. Das wird also unmittelbar in der Staatskanzlei angesiedelt. Ja, vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Wir kommen zu den Fragen.